Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Mannheim haben eine Woche nach der Messerattacke etwa 2000 Menschen des getöteten Polizisten gedacht. Bundespräsident Steinmeier sagte, an Gewalt in der politischen Auseinandersetzung dürfe man sich nicht gewöhnen. Der Polizist war dazwischen gegangen, als ein Afghane Demonstranten einer islamkritischen Gruppe mit dem Messer angegriffen hatte. Am Abend hielt auch die AfD eine Kundgebung in Mannheim ab. Dazu gab es eine Gegendemonstration. Applaus brandet auf, als die Kolleginnen und Kollegen des getöteten Polizisten am Mittag den Mannheimer Marktplatz betreten. Dann kommt der Bundespräsident zusammen mit den Angehörigen von Rovenlauer. Die Schweigeminute beginnt Punkt 11.34 Uhr. Dem Zeitpunkt, als der mutmaßlich islamistische Täter vor genau einer Woche hier den Infostand eines islamkritischen Vereins angegriffen hatte und dabei den Beamten so schwer verletzte, dass er später starb. Rund 2000 Mannheimerinnen und Mannheimer gedenken seiner heute ebenfalls. Ich finde es gut, das Zusammenfinden hier der Menschen. Man merkt die Trauer, die in den Menschen ist. Und der Applaus, den auch den anderen Beamten geschenkt wird. Mir ist es wichtig, als allererstes, als Ehrerbietung für den toten Polizisten. Die müssen jeden Tag den Kopf hinhalten für uns. Ja. Der Bundespräsident appelliert, Gewalt dürfe im öffentlichen Diskurs keinen Platz haben. Gewalt zerstört Freiheit. Gewalt zerstört Demokratie. Wir müssen Gewalt ächten. Von wem auch immer sie ausgeht und gegen wen auch immer sie sich richtet. Die Mannheimer Polizei muss am Abend wieder in den Einsatz. Die AfD veranstaltet in der Innenstadt eine Kundgebung mit etwa 700 Teilnehmenden gegen Islamismus. Ursprünglich wollte sie dies am Tatort machen, das untersagte der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg aber. Gleichzeitig machen sich 3300 Teilnehmende einer Gegendemonstration auf den Weg zur AfD-Kundgebung. Kurze Zeit später treffen beide Gruppen aufeinander, nur getrennt durch Hundertschaften der Bereitschaftspolizei. Die Stimmung ist aufgeheizt. Auch heute kommt die Polizei nicht zur Ruhe. Von Nötigung über Vergewaltigung bis hin zu Mord. Häusliche Gewalt hat in Deutschland weiter zugenommen. Die Bundesministerinnen Paus und Faeser stellten am Vormittag ihren Bericht mit den jüngsten Zahlen vor. Paus sprach von einer großen Herausforderung, insbesondere weil so viel in den eigenen vier Wänden und unter Ausschluss der Öffentlichkeit passiert. 15 Jahre war Mandy Thomas verheiratet. Eine Ehe voller Gewalt, psychischer und physischer, gegen sie und die beiden Kinder. Über die Jahre wurde es immer schlimmer. Kurz vor der Trennung, sag ich mal, war jeden zweiten Tag irgendwas, wo ich dachte, okay, also entweder er bringt uns um oder er bringt sich um. Mit dieser Erfahrung ist sie nicht allein. Das Bundeskriminalamt registrierte 2023 erneut mehr Opfer häuslicher Gewalt. 6,5% mehr als im Vorjahr. Besonders oft betroffen sind Frauen. Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Gewalt häufiger ein tödliches Ende. Die Zahl der Todesfälle stieg auf 334. Der Grund für den Anstieg? Die gesellschaftlichen Krisen, die ja auch insgesamt zu einem Anstieg der Gewaltkriminalität geführt haben dürfen, sich auch im Bereich der häuslichen Gewalt niedergeschlagen hat. Außerdem würden mittlerweile mehr Fälle angezeigt. Häusliche Gewalt tritt in der gesamten Gesellschaft auf. Geprügelt und geschlagen wird überall und auch psychische Gewalt wird, egal in welcher Schicht, egal in welchem Milieu, kommt sie vor. Um Opfern zu helfen, will die Familienministerin einen Anspruch auf Schutz und Beratung festschreiben. Doch einen Gesetzentwurf dazu hat sie noch nicht vorgelegt. Die Innenministerin kündigte spezielle Hilfeschalter an den Standorten der Bundespolizei an, etwa an Bahnhöfen. Dort gibt es dann rund um die Uhr speziell geschulte Beamtinnen, die helfen und Anzeigen aufnehmen. Mandy Thomas fühlte sich alleingelassen. Ich habe nicht wirklich Hilfe gekriegt. Man steht eigentlich mit dem ganzen Kram alleine da. Anderen Betroffenen rät sie, sich nicht unterkriegen zu lassen. Nichts zu tun, mache die Sache nicht besser. Der Bundestag hat das Gesetz zur begrenzten Freigabe von Cannabis nachgebessert. Das Parlament verabschiedete unter anderem Grenzwerte im Straßenverkehr.
Für Cannabis am Steuer gilt nun künftig eine Obergrenze von 3,5 Nanogramm der Substanz THC. Das entspricht ungefähr der Wirkung von 0,2 Promille Alkohol. Zudem dürfen Verkehrsteilnehmer neben dem Cannabis nicht auch noch Alkohol konsumieren. Für Fahranfänger ist Cannabis ganz verboten. Die kriselnde Warenhauskette Galeria rettet mehr Filialen als ursprünglich angekündigt. 16 Standorte sollten schließen, nun sind es nur noch 10. Das teilten Insolvenzverwalter Denkhaus und das Galeria-Management mit. Damit wendet sich das Blatt für die Häuser in Berlin-Spandau, Mainz, Mannheim, Oldenburg, Würzburg und in Köln für die Filiale Breite Straße. Sie bleiben. Galeria plant also künftig mit 82 Standorten. Der ukrainische Präsident Selenskyj erhält im Verteidigungskrieg gegen den Angreifer Russland weitere Hilfen. Am Rande der Feierlichkeiten zum sogenannten D-Day hatte ihm Frankreichs Präsident Macron gestern mehrere Mirage-Kampfjets zugesagt. US-Präsident Biden kündigte heute in Paris weitere finanzielle Unterstützung für die Ukraine an, in Höhe von umgerechnet gut 206 Millionen Euro. Selenskyj warnte erneut eindringlich vor dem Machtstreben von Russlands Präsident Putin. Sie wollen Verbundenheit signalisieren. Der ukrainische Präsident Selenskyj und seine Frau zu Gast im Pariser Élysée-Palast. Gastgeber Macron sicherte der Ukraine weitere Unterstützung zu. In ihrem Kampf weiß die Ukraine, dass sie dauerhaft auf unseren Beistand zählen kann, solange wie es nötig sein wird. Bereits gestern hatte Macron die Lieferung von Mirage-Kampfjets an die Ukraine angekündigt, einem Flugzeugtypen, der von der französischen Armee altersbedingt ausgemustert wird. Am Vormittag dankte Selenskyj dafür im französischen Parlament und warb für weitere Unterstützung. Wir leben in einer Zeit, in der Europa aufgehört hat, ein Kontinent des Friedens zu sein. Am Rande des Besuchs traf der ukrainische Präsident auch US-Präsident Biden, der sich zu einem offiziellen Besuch in Frankreich aufhält. Dieser sagte der Ukraine weitere militärische Hilfen in Höhe von mehr als 200 Millionen Dollar zu. Mehrere Wochen waren US-Hilfen im Kongress blockiert. Ich bin an Ihrer Seite. Und entschuldige mich, dass Sie wochenlang im Ungewissen über Ihre finanzielle Ausstattung waren. In Paris wurden zudem unterschiedliche Vereinbarungen mit der Ukraine unterzeichnet. Unter anderem der Aufbau eines Werkes des deutsch-französischen Rüstungskonzerns KNDS in der Ukraine. In Moskau ist ein französischer Mitarbeiter einer Schweizer Organisation verhaftet worden, die in bewaffneten Konflikten vermittelt. Ihm wird vorgeworfen, militärische Informationen gesammelt zu haben. Bei seiner Vernehmung räumte er ein, er habe sich nicht als ausländischer Agent registrieren lassen, wie es ein russisches Gesetz vorsieht. Nun drohen ihm bis zu 5 Jahre Haft. Frankreich versicherte, der Mann habe keinerlei Verbindung zur Regierung. In Deutschland geht der Europawahlkampf in den Endspurt. Grüne, Linke und Union haben heute ein letztes Mal um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler geworben. Von einer Richtungswahl sprach der Bundesvorsitzende der Linken Schirdewan. Die Grünen-Vorsitzende Lang sagte, der vorhergesagte Rechtsruck sei nicht in Stein gemeißelt. Der CDU-Vorsitzende Merz rief dazu auf, den Frieden in Europa zu verteidigen. Wahlkampfschlussspurt heißt die Veranstaltung der Union in München. Dabei Spitzenkandidat Weber, CSU-Parteichef Söder, Kommissionspräsidentin von der Leyen und CDU-Parteichef Merz. Den Frieden auf dem europäischen Kontinent, in dessen Teil wir das große Glück haben zu leben, dies wirklich jetzt zu verteidigen. Und das kann niemand so glaubhaft sagen wie CDU und CSU. In Köln der sogenannte Wahlkampfhöhepunkt der Grünen. Ricarda Lang und Omid Nuripur, die Parteivorsitzenden, unterstützen Spitzenkandidatin Terry Reinke. Bei dieser Europawahl in 2 Tagen, da geht es um ganz viel. Da geht es um alles. Da geht es um die Zukunft Europas. Schon gestern der Wahlkampfabschluss der FDP in Düsseldorf. Mit Parteichef Lindner und Spitzenkandidatin Strack-Zimmermann, die sich für eine gute Streitkultur aussprach. Lassen Sie uns streiten. Für uns, aber vor allen Dingen für die, die nach uns kommen, dass sie in einem solchen Deutschland, in einem solchen Europa leben, wo das möglich ist. Die AfD trifft sich am Abend zum hessischen EU-Wahlkampffinale in Fulda. Spitzenkandidat René Aust zu den Plänen seiner Partei.
Wir möchten die Errungenschaften der Europäischen Union erhalten. Dazu gehört zweifellos der Binnenmarkt. Aber es gibt auch eine ganze Menge Bereiche, wo es nicht gut läuft. Zum Beispiel der Schutz der gemeinsamen europäischen Außengrenzen. Erst morgen kommt die SPD zu einer Großdemo in Duisburg zusammen. In der ARD-Wahlarena gestern Spitzenkandidatin Barley zum Thema Wohnungsbau. Aus meiner Sicht müssen wir auch auf der europäischen Ebene dafür sorgen, dass der Staat nicht nur Wohnraum fördern darf für die, die wirklich sehr, sehr wenig verdienen, sondern auch für die, naja, Normalverdiener. Sarah Wagenknecht hatte mit ihrem Bündnis BSW schon gestern in Berlin ihre Abschlussveranstaltung. Und für die Linke hieß es in Potsdam heute Endspurt mit Spitzenkandidat Martin Schirdewan. Und wir bitten, die schlechte Tonqualität an einigen Stellen in diesem Beitrag zu entschuldigen. Zwei Tage vor der Europawahl haben heute in Hamburg etwa 10.000 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Die Veranstaltung stand unter dem Motto Rechtsextremismus stoppen, Demokratie verteidigen, wählen gehen. Aufgerufen zu der Kundgebung hatten Kirchen, Gewerkschaften, Umweltverbände und Unternehmen. Ähnliche Demonstrationen soll es morgen unter anderem in Berlin, Stuttgart und München geben. In einer Woche beginnt die Fußball-EM und schon von heute an kann es deswegen Kontrollen an allen deutschen Grenzen geben. Ziel ist es, potenzielle Gewalttäter früh zu erkennen und zu stoppen. Betroffen sind auch Übergänge, an denen bisher nicht kontrolliert wurde, wie die Grenzen zu Frankreich, Dänemark und den Benelux-Staaten. Die Behörden raten allen Reisenden, Ausweisdokumente dabei zu haben. Die Sicherheitsmaßnahme läuft bis zum 19. Juli. Im Allgäu sind Fossilien einer bislang unbekannten Menschenaffenart entdeckt worden. Forscher der Universität Tübingen fanden drei versteinerte Knochen, die mehr als 11 Millionen Jahre alt sind. Aus ihnen lässt sich rekonstruieren, dass das Tier nur etwa 10 Kilogramm gewogen hat. Damit ist es die kleinste Menschenaffenart überhaupt. Weniger als einen Zentimeter groß. Dieser winzig kleine Zahn gehörte einem Menschenaffen. Gelebt hat der kleine Affe vor 11,6 Millionen Jahren hier, in Pforzen im Allgäu. Seit 2011 legt ein internationales Team hier Überreste der damaligen Tierwelt frei. Vom kleinen Affen fanden sie zwei Zähne und eine Kniescheibe. Die Analysen zeigen, der Affe fraß Blätter und war nur etwa 10 Kilogramm schwer. Eine Spurensuche. Mit modernster Technik, aber natürlich auch ein bisschen mit akribischen Spürsinn kann man schon einen Tathergang oder unsere Vergangenheit rekonstruieren. 2017 fanden sie hier bereits die Reste eines anderen Menschenaffen. Der war deutlich größer und konnte bereits aufrecht gehen. Dieser Fund sorgte weltweit für Aufmerksamkeit. Die Mischwälder in Süddeutschland boten vor Millionen von Jahren eigentlich nicht genug Nahrung für gleich zwei Menschenaffenarten, so die bisherige Annahme. Es ist wirklich etwas Besonderes. Nicht nur, dass wir zum ersten Mal es fossil nachgewiesen haben, dass zwei Menschenaffen koexistierten. Die Region, wo sie koexistierten, ist eine Region, wo wir das sicher kaum vorhergesagt hätten. Die Forschenden wollen nun mehr herausfinden über das Leben der Menschenaffen vor 11,6 Millionen Jahren. Die deutschen Versicherer rechnen durch das Hochwasser in Baden-Württemberg und Bayern mit Schäden in Höhe von etwa 2 Milliarden Euro, so eine vorläufige Schätzung des Gesamtverbands. Im bayerischen Passau sind Teile der historischen Altstadt noch immer unter Wasser. Laut Behörden sinkt der Pegelstand der Donau zwar langsam, dennoch könne keine Entwarnung gegeben werden. Die Einsatzkräfte seien weiter in Alarmbereitschaft. Wie es mit dem Wetter in den nächsten Tagen weitergeht, dazu nun unsere Vorhersage. Entlang einer Luftmassengrenze muss im Süden Deutschlands in den nächsten Tagen mit teilweise unwetterartigen Regenfällen gerechnet werden. An der Küste und in Alpennähe gibt's heute Nacht ein paar Schauer, anfangs auch Gewitter, sonst meist trocken und vielerorts klar. Von Norden breiten sich morgen Schauer aus, dabei windig mit starken bis stürmischen Böen. Auch im Süden später Schauer und Gewitter mit lokaler Unwettergefahr. In den Regionen dazwischen scheint oft die Sonne. Am Bodensee heute Nacht bis 16 Grad, in den Berglagen der Mitte nur niedrige einstellige Werte. An der Nordsee morgen um 15 Grad, im Süden wieder oft sommerlich warm. Auch am Sonntag im Süden teilweise kräftige und gewitterige Regenfälle mit Unwettergefahr, in Küstennähe wechselhaft und windig, sonst freundlich. Am Montag ähnlich und im Süden steigt die Hochwassergefahr. Am Dienstag ist es dann verbreitet wechselhaft und weiterhin nur mäßig warm.
In den Tagesthemen um 23.40 Uhr mit Julia Niharikasen schauen wir in die Hochwassergebiete in Süddeutschland und zeigen, wie die Menschen sich auf noch mehr Regen vorbereiten. Und blicken außerdem auf die deutsche Fußballnationalmannschaft nach dem letzten Testspiel vor der EM. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.